Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute werden wir mal unterwegs mit Aldi sein. Ja, ich hab's ja schon immer wieder mal angesprochen. Hey, wie wär's eigentlich, wenn wir mal eine komplette Folge als Aldi-Transportfahrer machen oder als Aldi-LKW-Fahrer? Und ja, jetzt habe ich mal wieder einen Mod gefunden, der den Dotec MP3 LKW und den SCS Standardauflieger als Aldi, ja, Skin zur Verfügung gestellt hat. Wenn ich sie nicht vergesse, werde ich es natürlich unten in die Videobeschreibung reinschreiben und lasst einfach mal ein Däumchen da, wenn euch ja sowas gefällt. So, dann gehen wir erstmal um den LKW. Wir sind gerade in Wien auf der Promod 2.62 und stehen bei Lidl. Jetzt mal die Frage an euch, Freunde. Gibt es eigentlich auf der Promods auch ja ein Aldi-Händler? Ja, das wäre mal ganz interessant. So, ich habe den LKW so standardmäßig gelassen, so wie es den ja bei Aldi eigentlich so gibt, ne? Also nicht so viel Schnickschnack, und den Auflieger, das ist meistens eigentlich immer schwarz, und die haben solche mitlenkenden Achsen, also die sind ein bisschen höher, die Auflieger. Ich finde das eigentlich, ich habe es so gut wie möglich getroffen, finde ich jetzt. Und ja, würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein in den wunderschönen Mercedes von, ja, Dotec. Grüße gehen raus. Ich bin heute ganz alleine, ohne jemand, der neben mir sitzt. Dotec! Ich möchte meine Edeltraut im LKW haben. So, dann würde ich mal den Motor starten und gemütlich losfahren. Ach ja, es ist doch wieder so schön, mit so einem LKW unterwegs zu sein. Wir könnten da hinten rausfahren, wir könnten aber auch hier rumfahren. Ah, oh, das sieht doch aus. Früh morgens um 6. Oder jetzt haben wir es, glaube ich, ein bisschen später. Um 6 war er hier, beladen. Und dann geht es gemütlich hier in Wien los. Ah, so, jetzt schauen wir mal. Ah, ja, aufpassen hier, ne? Ich habe ein paar Mods hier drin. Ich habe auch hier diesen Mod drin, dass ja, diese Autobahn oder das Ereignisse ein bisschen von Daniel oder Danny oder ich weiß gar nicht, wie der heißt, dass das irgendwie drin ist auf der Pro-Mods. Ist natürlich immer so eine Sache, ob das auch funktioniert. Auch dieser Company-Mod zusätzlich zur Pro-Mods, den habe ich hier auch drin. Die Links werde ich, wenn ich es nicht vergesse, unten natürlich reinpacken. Ja, dann könnt ihr da gut und gerne damit loslegen und selber mal ausprobieren. Und ich bin noch gerade am Probieren. Das wird vielleicht am Samstag kommen, dass ich hier mit ja, meinem eigenen Rekord mal breche, mit über 100 Mods unterwegs sein. Also ich will so 110, 120 Mods für dich mal ausprobieren. Und euch dann auch zeigen, was ich da alles drin habe. Das soll dann vielleicht am Samstag kommen. So, ja, ich nehme das Video hier am 14.08. auf, am Sonntag. Es ist jetzt 15.31 Uhr. Ja, ihr habt es ja mitbekommen. Das Wochenende ein bisschen meine Entspannungsphase, ein bisschen Ruhe. Ah, hier ist auch überall Polizei. Das habe ich auch noch, so ein Emergency-Mod, also ohne Blaulicht. Das werde ich aber dann trotzdem am Samstag machen mit diesem Blaulichtmod. Na komm. Machen wir mal. Boom, Baby. Nein, 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 nein. Oh, komm. Ohne zu blinken. Naja. So kennt man, ne? Ich habe auch hier den Motor 320 PS. Ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren reinschreiben, für alle, die sich mit diesen Aldi-Trucks so ein bisschen auskennen. Ob ich den eigentlich ganz gut getroffen habe. Oder ob ich da doch... Lass mal den Papa hier vorfahren hier. Ah. Läuft der wieder hier. Das läuft ja richtig gut. Ob ich den LKW so schlicht wie möglich getroffen habe, da merkt man aber auch, wie detailliert. Ich habe mir ein paar Fotos angeguckt von den LKWs, wie die so gestaltet sind. Und da merkt man aber auch, wie detailliert dieser LKW von Dotec gebaut wurde. Und da freue ich mich natürlich so auf den
Ja, New Arctros 2019 von Blutech. Da habe ich richtig Bock drauf. Habt ihr auch Bock drauf? Und wenn er denn noch im Steam Workshop ist, dann können wir ja richtig schöne Konvois damit machen. Und das ist ja die Sache. Und vielleicht ist es ja auch nur eine Datei, die wir dann bekommen. Nicht so viele. Also hat er ja mal angekündigt. Und vielleicht kann ich auch meine Edeltraut dann reinsetzen. Das wär's ja. Das wäre richtig nice. Also, ne? Gibt es ja noch keine Informationen bezüglich von SCS, dass da neuer Mercedes dann kommen sollte. Aber wenn man jetzt einfach mal so überlegt, ja, SCS bietet dieses Jahr nicht mehr allzu viel. Ach so, ich habe meinen heute Latte Macchiato gemacht. Ja. Und da gibt es ja, wie gesagt, keine Informationen, dass da vom Mercedes irgendwas kommen sollte. Aber es war ja auch mit den neuen Freilinern, die Überarbeitung, oder jetzt mit den neuen Western Star, die ja schon ja diese ganzen Dashboard-Anzeigen auch von den neuen Actros ja eigentlich schon so drin haben. Ne? Dann denke ich mal, sollte das auch kein großes Problem werden. Ne? Aber wäre natürlich schade, wenn Dotec jetzt an den LKW arbeitet und dann kommt vom Mercedes da so eine neue Karre, ne? Dann wäre das ja alles für die Katz. Dann musst du doch den Unimog bauen. Hilft ja nichts. Oh Gott, wir müssen hier lang. Wir sollten mal aufs Navi gucken. Eieieiei. Einfach nur herrlich. Ich weiß gar nicht, wenn ich das Video jetzt rausbringe, hier am Donnerstag oder am Freitag. Mal schauen. Oh, komm, Baby. Ah, da braucht er ganz schön. Ich habe hier immer noch diesen einen Fehler hier. Anfängerfahrer hier. Oh, schiebe an. Los. Aber wir machen erstmal hier raus hier. Oh, jetzt aber. Oh, jetzt fahren wir mal richtig hier. Kann nicht Warzenschwein sein. Oh, jetzt läuft er. Jetzt läuft er wie er laufen soll. Ja, aber wie gesagt, das sind halt solche Sachen, die probiert man dann immer so ein bisschen aus. Und bin gespannt, also ich denke mal nicht, dass wir dieses Jahr noch irgendwie eine Kartenerweiterung bekommen. Das ist eigentlich, na, nie auszuschließen. Vielleicht eine kleine Region angepasst. Aber im Grunde genommen werden wir vielleicht noch die zwei Sachen bekommen. Eine neue Version wahrscheinlich, die 1.46, das wird bestimmt dieses Jahr noch erscheinen. Aber komm, wir fahren wieder rüber. Das war's dann eigentlich. Ja, dann ist da Feierabend. Aber wir müssen jetzt hier rüber. Ja, ich habe ja die ganzen X jetzt hier draußen. Ne? Nicht so schnell. Oh, jetzt wird's angezeigt. Bordcomputer geht wieder. ACT habe ich auf 45 gestellt. Falls einer fragt, sollte eigentlich funktionieren. Ich weiß gar nicht, ob diese LKWs der MP3 auch sowas hier drin hat. Also diesmal bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich den MP3 fahre, nicht den MP2. Ja, das ist ja immer so eine Frage dann. Wird dann halt immer hin und her diskutiert, mit was so ein LKW ich dann fahre, weil die beiden LKWs ja sich schon doch ein bisschen ähneln. Ja, aber hier mit dieser kleinen Kabine, ich finde, das sieht einfach richtig schön aus. Das wirkt echt super. Also jetzt machen wir mal um 80, dass wir jetzt auch unsere, ja, Strecke hier abfahren können. Wir sind hier in Österreich, wir werden jetzt von Wien, ich glaube, irgendwie bis nach Salzburg, glaube ich, fahren. Kann ich euch gar nicht so richtig sagen. Halt mal wieder nicht richtig hingeguckt, ne? Einfach nur, oh, den Skin. Und, aber ich habe jetzt auch eine ganze Weile gesessen. Ah, hier, guck mal, hier, Polizei angehalten mit Blaulicht. Funktioniert.
Na, läuft. Das läuft ja wirklich gut. Neu gestaltete LKW hier auf dem Profil. Ich muss immer jetzt hin und her einmal schauen, welchen LKW habe ich auf welchem Profil. Und dann ich auf jedem Profil will ich ja dann quasi die ganzen LKWs haben. Mal habe ich da ein paar neue, da habe ich ein paar ältere Trucks. Also dass ich da halt irgendwie ein bisschen Abwechslung habe. Ich habe zwei Pro-Mods-Profile, ein normales Profil, wo ich quasi meine Touren mit abfahre. Und ja, und immer zwei, drei LKWs drin. Dass sie die nicht immer alles komplett von vorne bis hinten wieder neu bauen muss. Ne? Das dauert ja auch alles ein bisschen Zeit. Ich habe da immer noch so eine Bastelstunde gemacht, aber wie oft soll ich denn ja, den Scania oder was weiß ich immer wieder vorstellen? Ne? Das wäre ja dann irgendwann, wird es ja auch langweilig. Ne? So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben hier eine Baustelle. Da werden wir ein bisschen langsamer fahren, mal 65. Ja, 60 runter. Sollten wir mal ein bisschen vorbildlich sein, ne? Ah ja. Vielleicht habe ich es ja schon mal im Livestream mal angesprochen. Es war ja jetzt das Wochenende, die NextSim-Veranstaltung 2022. Ich habe mir da ein paar Videos angeguckt. Grüße gehen erstmal raus an diejenigen, die dabei waren. Ich habe mir ein paar Videos natürlich von Ansgar angeguckt. Dann von Randy und dann von ÖPNV News. Da nochmal vielen, vielen Dank für die Zusammenstellung. Und das Spiel, was mich da außerhalb von dem ja, Bass interessiert hat, ja, da haben sie ja explizit nochmal gesagt, dass sie dann Mod-Support machen wollen und Multiplayer. Und sie wollen bei den Busspielen natürlich dann auch auf die Unreal Engine 5 wechseln, weil es dann halt mehr Möglichkeiten gibt. Ist natürlich auch verständlich, ob das dann wirklich dieses Jahr aus der Early Access rauskommt. Aber es soll ja dieser Elektro-Mercedes-Bus kommen, das soll ja noch dieses Jahr passieren. Aber ein Spiel, was mich wirklich schon außerhalb so interessiert hat, war nicht dieser U-Bahn-Simulator da in Hamburg, ja, oder dieser Bus-Manager. Das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Oder dieses Geländefahrt, das Spiel habe ich ja auch, aber da sind so viele Sachen noch nicht so richtig umgesetzt mit der Menüsteuerung, dass ich da erstmal nichts gezeigt habe. Und diesen Schwertransport, das fand ich dann wieder interessant. Dieser Heavy Cargo ja, Simulator, Truck Simulator, der ja aus On the Road kommt, ne? Der ja nicht so prickelnd war im Endeffekt, aber auf der Basis natürlich wahrscheinlich basiert. Aber man hat dann die Möglichkeit, sie selbst beladen und neue Herausforderungen. Das könnte durchaus interessant sein. Nein, und zwar City Driver. Und das fand ich schon sehr interessant. Mit Autos, ihr wisst ja, dass ich selber hier im Euro Truck Simulator gerne mal mit Autos unterwegs bin. Da werden wir erstmal durch München fahren. Es soll Mod-Support geben. Also gleich zum Anfang. Überlegungen sind natürlich, dass man das gleich im Steam Workshop macht. Und das könnte durchaus interessant sein, weil wir gab es ja mal dieses Test-Driver oder Driver-Lesson oder irgendwie so. Das habe ich damals auch mal gezeigt. Das ist aber schon 100 Jahre alt. Da gibt es ja auch eine riesen Mod-Community. Das habe ich ja auch ganz gerne gemacht. Und da wird man auch dann zusätzliche Missionen haben, ne? Das haben sie dann noch angekündigt, ne? Oh Gott. So, jetzt stehen wir hier im Stau oder was? Nein, 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 nein. Hier ist ja. Oh, das sieht aber auch cool aus. Jetzt hier mit dem Stau hier. Ui. Müssen wir erstmal hier wieder runter, ne? Ja, wir können da hinten gleich wieder so wenden und dann gleich wieder hochfahren. Das ist das Gute. Machen wir das.
fahren hier gleich wieder hoch. In Salzburg. Ach, das ist ja super. Das ist jetzt mal eine Baustelle, die nicht so krass eine Umleitung gibt, ne? Herrlich. Schön. Lassen wir da rollen. Nee, aber das fand ich schon sehr interessant. Also haben wir gleich auf die Wunschliste raufgepackt, weil das soll ja auch dieses Jahr in die Early Access kommen. Und dann werden wir das auch immer mal wieder im Livestream zeigen. Also es sind schon ein paar Spiele, die ich jetzt noch so als Livestream-Projekt durchaus zeigen könnte. Abgesehen von den Eurotax-Simulator und RTS wollen wir ja auch ab und zu mal vielleicht so ein Projekt machen, vielleicht sogar nur als Videoprojekt, den Landwirtschaftssimulator, dass wir da immer mal wieder ein Video machen. Oh, sorry, verschluckt. Und dann haben wir ja noch den Bausimulator, wo ich sehr, sehr große Hoffnung drauf lege, dass das ein gutes Spiel wird. Jetzt zum City Driver. Könnte durchaus im Bereich Simulation sehr schmackhaft noch werden auf diesem Kanal. Ihr seht ja auch, dass ich immer mal wieder auch andere Sachen bringe. Oh, da ist aber einer lang geballert. Habt ihr den Düsenjäger da hinten gesehen? Eieieiei. Also von den AAA-Spielen, die ich ja dann trotzdem so noch bringen werde, um ein bisschen noch andere Interessen anzusprechen. Hey, es gibt noch was anderes. Haben wir ja unser Aufbaustrategiespiel, wo ich mich einfach so ein bisschen verliere da drin. Ja? Also ich bin dann wirklich, aber auch jetzt momentan mit unserem Spider-Man. Und da bin ich echt froh, wenn ich überlege, es war nachts um 12 oder fast schon um 1, da waren immer noch 40 Leute am Start, die sich das angeguckt haben. Das waren durchschnittlich, kann man ja sagen, wo ich Spider-Man jetzt am Samstag gestreamt habe, immer so 40, 50 Leute. Immer so in der Dreh, also durchschnittlich 45, kann man sagen. Und das ist für so ein Spiel echt klasse. Verlässt er uns? Oh, jetzt mussten wir aber... Uiuiuiui. Jetzt mussten wir aber ganz schön hier unsere Fahrerskills rausholen, ne? Ja, also ich denke, an Content, was wir hier dieses Jahr noch sehen werden, werdet ihr definitiv eine ganze Menge Abwechslung sehen, ja? Und ich werde natürlich auch weiterhin regelmäßig hier unsere LKWs im Fokus behalten, ne? Aber man muss ja auch mal gucken, wo geht die Reise hin, ne? Kann ja sein, dass der Bausimulator hier durchschlägt und ihr dann auch Interesse habt, da auch Videos zu sehen. Ja, dann würde ich da natürlich auch gerne Videos bringen und dann vielleicht der Mittwoch als Bausimulator-Mittwoch bringen zum Livestream. Kann ja durchaus möglich sein, dass ihr das dann auch wollt, ne? Müssen wir mal sehen. Da sind ja auch LKWs dabei. Und die Fachleute vom Bau. Ich habe ja selber mal auf dem Bau gearbeitet. Aber okay, das ist ja schon 100 Jahre her. Herrlich. Also es wird gut. So, der Kunde wartet auf unsere Lieferung. Naja, immer schön locker durch die Hose ab mit Freund Blase. Ja. Der macht es super hier. Schade, dass es keine richtigen Skinpacks gibt hier für den LKW. Ja, dass sich da noch keiner so richtig reingesetzt hat. Dass wir da noch mehr Skins haben. Das ist eigentlich... Naja. Vielleicht kommt das alles noch. Oh, was ist denn das für ein Wasser hier? Wie heißt denn der See hier? Schöner Bergsee. Schönes Wasser. Sieht doch gut aus. So, weiter geht's. Wir müssen jetzt gleich von der Autobahn runter und noch ein bisschen Landstraße fahren.
Hier bin ich nämlich noch gar nicht so viel abgefahren in diesem Bereich. Also jetzt auf diesem Profil. Deswegen war ich ja eher ein bisschen vorsichtiger. Und gediegen, was wir nicht schaffen, das bleibt liegen, ne? Ja, ihr wisst schon. Ja, ich kann euch gar nicht sagen, also der nächste Livestream wird dann wahrscheinlich am Sonntag sein, ne? Ja, ob wir da jetzt großartig was Besonderes planen, weil wir haben ja jetzt die letzte Zeit entweder mit Bussen oder mit Karawanen oder mit sonstigen Sachen ja immer wieder was anderes ausprobiert. Ja, einmal im Monat wollen wir uns da definitiv ein bisschen zusammensetzen und mal überlegen, was wir denn bringen können. Ja, wenn wir es dann immer hinbekommen mit Autos, dann kann es durchaus sein, dass wir mal auf den großen Glockner mal so ein Rennen machen. Ja, das wäre durchaus mal möglich, ob wir sowas dann mal kreieren. Aber versprechen kann ich da erstmal nichts, weil so oft kommt was dazwischen. Ne? Das ist ja. Müssen ja auch die Leute noch irgendwo ein bisschen Zeit haben, solange wie jetzt noch so ein bisschen Sommerzeit ist. Das ist ja eher ein bisschen schwierig, ne? So. Macht mal ganz ruhig hier. Oh, hier hinten diese kleinen Oldtimer-Autos, ey. Ich finde den, das wird das auch nicht schlecht, ey. Oh, jetzt mal hier rüber. Es macht schon was her, wenn man nur solche originalen Autos so drin hat, ne? Definitiv. Na komm. Ah, ein bisschen hier. Vorsichtig hier. Das sind eigentlich mit der Euronet-Map. Wird die jetzt nochmal irgendwie kommen? Ja, ich hatte erst überlegt, fährst du oder fährst du nicht? Eigentlich falsch überlegt. Naja, egal. So, wir hätten wahrscheinlich in der Nacht losfahren müssen, aber wir fahren jetzt wahrscheinlich in ein anderes Lager und bringen das hier erstmal weg. Da gibt es ja wahrscheinlich große Logistiklager von Aldi, wo dann alle Filialen dann so überall ein bisschen verteilt werden. Bei uns ist ja hier auch ein großes Kauflandlager. Hat ja jede Firma irgendwie so seins. Mal warten hier. Gucken. Hier war ich noch nicht. Und da hinten die Berge. Oh, schön, schön. Warte mal, wo sind wir jetzt eigentlich? Salzburg. Hätte vorhin Zürich gesagt, ne? Ja, Mailand oder Madrid, Hauptsache Spanien, ihr wisst schon. So. Oh. Bleibt er jetzt stehen oder rollt er? Gucken wir mal auf die Reifen. Er steht. Da, die Polizei ist auch wieder da. Das Blaulicht hier oben finde ich immer ein bisschen doof. Das ist irgendwie nicht gut gestaltet. Da fehlt ja noch irgendwas drin. Ne? Da hätte man das vielleicht mit einer anderen Farbe. So sieht das Auto jetzt eigentlich. Der Fiat. Ich weiß gar nicht, ob die Österreicher mit so einem Auto rumfahren. Aus diesem Polizei KI oder Mod noch dazu. Jetzt gucken wir uns aber die Tage noch mal an. Da habt ihr noch mal die Mods, die ich momentan verwende. So, jetzt schauen wir mal. Aha. Auf jeden Fall eine andere Firma. Wahrscheinlich auch eine Lebensmittelfirma, oder? Ah, kenne ich nicht. Oder ist das von SDS irgendwie eine erfundene Firma? So, dann werden wir mal heute richtig einparken. Ah, jetzt habe ich hier dieses Ding hier noch an. Dachte, das geht irgendwie aus. Hier von diesen Bus-Dings. Da wollte ich ja vielleicht auch mal eine Folge machen, dass ich da auf dieser komischen Bus-Map unterwegs bin.
Weiß gar nicht, kann man das vielleicht sogar als Konvoi machen irgendwie? Auf dieser Karte? Das wäre ja mal ganz interessant, ob man das auch im Konvoi machen kann. Das mal so nur als Video ausprobieren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Map heißt, wo man jetzt da dieses D-Bus. Könnt ihr mal reinschreiben. So, bei Aldi sind dann die hintere Achse, die da noch mitlenkt bei den Auflegern. Die haben ja besondere Auflieger. Ah, ich fahre ein bisschen schwierig jetzt hier rein. Ah, wir sind Anfänger. So, komm, Baby. Ich muss noch mal gerade setzen. Oder? Naja, und so perfekt ist es jetzt nicht, aber... der jetzt eigentlich? Das sah so komisch aus, ach diese. So. Fenster wieder hoch. Alles klar. Sieht schon cool aus. Warnblinker aus. Und Abgabe. Jo, alles klar. Also mir hat es gefallen, hier mit Aldi unterwegs zu sein. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Dann lasst einfach ein Däumchen da oder einen Kommentar und schreibt mal was über die NextSim 22, was euch da auf jeden Fall gut gefallen hat und was ihr eventuell hier auf meinem Kanal gerne sehen möchtet. Dann bin ich erstmal raus, wünsche euch allen was und wir sehen uns spätestens am Sonntag wieder live. Vielleicht mache ich ja auch unterwegs oder wenn ich abends dann doch Zeit habe, mal einen kleinen Livestream. Einfach so spontan. Wer weiß. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bye, bye.